Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Frederici, keine Sorge, wir werden diesen Antrag unterstützen, weil es geht um ein wichtiges Berliner Unternehmen, es geht um Tausende von Arbeitsplätzen und es geht auch um die Frage der Wirtschaftlichkeit perspektivisch des BER. Ich stelle mir allerdings die Frage, wozu ein solcher Antrag hier im Berliner Abgeordnetenhaus kurz vor Toresschluss nötig ist, weil eigentlich ist das tägliche Brot des Senats. Und ich möchte wissen, was die Wirtschaftssenatorin unternommen hat gegenüber der Bundesregierung. Ich möchte wissen, was der Verkehrssenator gegenüber seinen Kollegen im Bund unternommen hat, um die Interessen Berlins, um die Interessen des Unternehmens und des Standortes hier zu gewährleisten und zu sichern. Das fände ich mal eine interessante Information und eine interessante Auskunft. Und ich sehe, dass beide zuständige Senatoren gegenwärtig gar nicht auf der Bank sitzen. Vielleicht führen Sie ja die Gespräche, ja in anderer Sicht. Also nur zur Information, die Wirtschaftssenatorin sitzt dort. Ah ja, Entschuldigung, ich habe auf Ihren üblichen Platz gesehen und ich sehe, dass Sie das Thema intensiv mit Ihrem Staatssekretär bespricht. Freut mich. Meine Damen und Herren, ich glaube aber, dass die Sache nicht ganz so einfach ist, wie sie hier in manchem Debattenbeitrag dargestellt worden ist. Weil es ist in der Tat so, dass die Frage der Codeshare-Flüge in dem Luftverkehrsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht geregelt ist, dass auch immer klar war, dass die Genehmigung, die es bisher gegeben hat, keine endgültige Genehmigung ist und eine befristete Genehmigung ist. Und ja, es ist über 4 Jahre geduldet worden und es ist auch vor einem Jahr gesagt worden, es ist letztmalig jetzt verlängert worden und es gibt Verhandlungen. Und in Verhandlungen gibt es unterschiedliche Interessen. Es ist richtig darauf hingewiesen, dass man den Verdacht haben muss, dass der bayerische oder der aus Bayern stammende Bundesverkehrsminister auch übermaßen bayerische Standortinteressen vertritt. Da gibt es einige Indizien dafür. Es ist gleichzeitig so, dass das deutsche Unternehmen Lufthansa unter einem starken Wettbewerbsdruck steht und es da auch ein Interesse von Seiten der Bundesregierung gibt, auch die Interessen der Lufthansa zu wahren an dieser Stelle. Und gleichzeitig ist es aber auch ganz offensichtlich, dass Etihad und die Vereinigten Arabischen Emirate die Situation von Air Berlin und dass die Existenz von Air Berlin unter anderem an diesen Codeshare-Flügen hängt, neben allen anderen unternehmerischen Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, nutzt, um sozusagen Air Berlin auch als Geisel in diesen Verhandlungen zu nehmen, um ein Maximum an Interessen für die Vereinigten Arabischen Emirate zu erzielen und dabei herauszuholen. Das, finde ich, muss man auch berücksichtigen. Das kann nicht einfach sein, dass sich das Abgeordnetenhaus von Berlin, einige Redebeiträge gingen so in diese Richtung, jetzt einfach sagt, erfüllt, liebe Bundesregierung, alle Forderungen von Etihad und der Vereinigten Arabischen Emirate, die das Interesse haben, ihr Luftterrikreuz in Abu Dhabi zu stärken und auszubauen auf zulasten des deutschen Standortes. Das kann auch nicht die Position sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb, wie gesagt, wir unterstützen diesen Antrag, weil wir der Meinung sind, dass in diesen Verhandlungen die Bundesregierung keine Münchner Lobbyinteressen zu vertreten hat, sondern dass sie in diesen Verhandlungen versuchen muss, ein Ergebnis zu erzielen, mit dem dann auch die Interessen von Air Berlin gewahrt werden und damit eine wirtschaftliche Perspektive von Air Berlin entsteht. Aber ich sage, da sind noch ein paar mehr Themen abzuwägen als nur die Interessen von Air Berlin. Ich danke für die Aufmerksamkeit.